Mahlzeit, liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Mehlhaus. Ich bin der René und heute machen wir ein kleines Experiment. Denn bevor es mit dem richtigen Tuning von meinem 316i losgeht, würde ich gerne noch ein, zwei Sachen ausprobieren, ob die irgendwas bringen, weil der Motor wird später deutlich höher drehen als vorgesehen. Da gibt es wunderschöne Öladditive, auch Kraftstoffadditive. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Da war letztens ein Angebot, wo das Paket genauso viel gekostet hat wie das einzelne Öladditiv. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das möchte ich mal ausprobieren. Was da so behauptet wird, ob das so super ist, bin ich immer skeptisch. Aber schauen wir uns mal an. So, und dann schauen wir uns das Zeug mal an. Bevor ich nämlich den Motor komplett umgebaut habe oder sonst was, möchte ich halt schon vorher ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und ich habe oft gelesen, dass Liqui Moly sehr gut sein soll. Das war auch ihr erstes Produkt, was sie überhaupt auf den Markt gebracht haben. Dieses Keratec und dieses Speedtec möchte ich auch mal probieren, wobei ich da stark bezweifle, dass es irgendwas bringt. Denn es ist einfach nur wahrscheinlich für einen Ami gedacht. Das ist ein Keramikölzusatzadditiv. Wer schon mal den Lack Keramik versiegeln lassen hat, weiß, wie geil eine Keramikversiegelung für den Lack ist, weil einfach der dann ultra glatt und auch wasserabweisend wird. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das ziemlich gut funktionieren könnte. Der Motor soll deutlich laufruhiger sein. Das werden wir sehen. Ich habe eine scharfe Nockenwelle aktuell drin. Also, wenn er laufruhiger wird, wäre schon cool. Auch jetzt mit seinen 300.000 Kilometern an Laufleistung von dem guten hier. Also Verschleiß ist da mit seinen knapp 300.000 Kilometern. Wo wir die Nockenwellen getauscht haben, war schon minimaler Verschleiß an den Nockenwellenlagern zu sehen, aber nur minimal. Auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall da. Also sollte es doch irgendwas bringen. Das werden wir raus. Motor ist aktuell warm. Schauen wir dann mal. Hier noch so ein Spritzusatz. Da wird beschrieben, dass das Ganze eben die Ansaugbrücke mit reinigt. Das macht also dann von daher nur Sinn, wenn es kein Direkteinspritzer ist, sondern ein Saugrohreinspritzer. Also bei neuen Motoren wäre das hier schon mal komplett Schwachsinn. Ich schätze einfach mal, auch die Verbrennung soll durch den Zusatz, den man dann einfach in den Tank reinkippt, deutlich besser werden. Aber ich denke mal, hier lesen wir mal. Verbessert die Beschleunigung spürbar. Das wage ich echt zu bezweifeln. Das wahrscheinlich erhöht es die Oktanzahl. Aber hier in Deutschland werden wir das wahrscheinlich überhaupt nicht brauchen, weil wir einfach Ultimate tanken können und nicht 8 Euro für das, was es normalerweise kostet, den E10 zukippen müssten. Das halte ich relativ für Schwachsinn. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja dann mal überrascht. Ich bezweifle es. Gut, beides tut man einfach dazu kippen. Eine Flasche mit 300 ml passt auf 5 Liter Öl. Normalerweise tut man das beim neuen Ölwechsel mit einkippen. Der hat jetzt ein Ölvolumen von 4,5 Liter. Also würde man 4,2 Liter normales Öl nehmen und die 0,3 hier nachkippen, damit man auf die 4,5 kommt. Aber wenn das frische Öl drin ist, heißt es, der Motor läuft ja eh schon mal viel ruhiger und sauberer, weil das alte Öl einfach schon so viele Partikel und Verschleiß drin hat, dass man da einfach einen Unterschied merkt. Ich werde allerdings das jetzt halt auf das alte Öl, also das jetzt seit 8000 Kilometer drin, 9 Monate, werde ich das einfach draufkippen. Das Öladditiv soll eine Wirkung von 50.000 Kilometer haben, also verhältnismäßig müsste es ja eigentlich mit altem Öl klarkommen. Die Empfehlung, dass es auf frischem Öl mit frischem Öl gemischt werden soll, kann ja auch Verkaufsmasche sein, dass die Leute sagen, oh ja, ich spüre jetzt was. Deswegen testen wir. Ich bin in den Raum angekommen. Wir sehen, Motor ist noch warm, damit wir später auch wirklich einen Unterschied merken. Ich filme jetzt dann auch, wie der Motor läuft, wenn er warm ist und ohne den Zusatz. Tank ist leer, können wir dann auch gleich bei der neuen Tankfüllung
das komische Kraftzeug gedöhnt mal mit einmischen. Bin mal gespannt, ob das überhaupt was bringt. Gut, filmen wir mal, wie der Motor so läuft. Mit scharfer Nockenwelle eben nicht so prickelt. So ein bisschen hört man die Hydros. Und im Innenraum höre ich auch leicht die Hydros, obwohl ich die eigentlich mitgetauscht habe, wo ich die Nockenwelle gemacht habe. Ich habe das schon mal so weit aufgemacht, dass ich es gleich reinkippen kann. Also man sagt, das Zeug braucht ungefähr 300 bis 500 Kilometer, bis es seine volle Wirkung erreicht. Ich fahre morgen eh, oder? Dann mache ich noch ein paar Testfahrten, weil ich ja meinen Unterboden Aerodynamik-Kit, was ich mir da selbst bastel, testen fahren möchte auf der Autobahn, ob das wirklich was bringt. Da kommen wir locker auf die 300 Kilometer zusammen und dann schauen wir mal, ob das wirklich was gebracht hat. Weil jetzt sofort testen, werden wir wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Jetzt zu dem komischen Zeug hier, wo ich nicht wirklich glaube, dass es was bringt. Aber, weil auch nicht wirklich beschrieben wird, was da chemisches Zeug drin ist. Deswegen kippen wir das einfach jetzt mal rein. Und das Ding ist, ich tanke ja normalerweise so oder so immer. Super Plus, nachdem ich die scharfe Nockenwelle eingebaut habe. Also müsste ich, wenn das Zeug jetzt wirklich was bringt, müsste ich rein theoretisch wirklich einen Unterschied merken, weil den Unterschied zwischen Super und Super Plus habe ich gemerkt. Bei normalen Seriensauger denke ich mal nicht, dass es da irgendwas bringen sollte. Höchstens bei Amis, die eh mit 92 Oktan maximal fahren können. Wenn sie nicht gerade Ethanol tanken. Jetzt fahren wir noch zur Tanke, der Tank ist eh leer. Klatsche ich gleich mal Super Plus drauf, mal schauen, ob ich einen Unterschied merke. Würde ich einen Unterschied merken, heißt das Zeug ist besser als Super Plus. Ob es dann besser ist als Ultimate, ist die andere Frage. So, einmal Super Plus. Jawohl. Lassen wir mal neu laufen. Ja. Und an sich, den Kraftstoffadditiv müsste man rein theoretisch immer bei jeder neuen Tankfüllung mit neu nachfüllen, was es eigentlich für ein normales Daily-Auto recht schwachsinnig macht und erst recht, wenn es ungetuned ist. Ah, ich kann dann eigentlich auch gleich mal waschen. Ja, tun wir mal waschen. Einmal voll getankt für einmal 48 Liter super voll getankt. Ja, die Wirkung vom Additiv, Kraftstoffadditiv, sollte man eigentlich sofort merken. Also keine Einfahrtszeit, einfach losballern. Das sollte. Schauen wir mal. Und tschüss. Direkt nach der Tankfüllung, einen Tag später, sind wir im Auto angekommen. Jetzt werden wir dann mal ein bisschen rumfahren, über die technischen Daten von dem Benzinadditiv und dem Öladditiv quatschen. Gibt es ja 100.000 Videos. Die Tests zeigen, auch offizielle Tests, inoffizielle Tests. Und an sich zeigen die Laborergebnisse und die Testergebnisse immer, dass es was bringt. Tested several oil additives and most of them just don't seem to deliver results. But will Liqui Moly Ceratec be different? I found this article about an individual who used the product and it immediately delivered results. So apparently Liqui Moly is endorsing the product being able to deliver immediate results, and that's what we're going to test today. If you want to see the article for yourself, this is a link to the address.
Did this liquid moly Ceratec actually work? I think we had some mixed results on that. I will say it works a lot better than MOS 2, in my opinion. Now, the lubricity test showed it had slightly better film strength than regular 10W30 oil, but we've tested other products that have a lot better film strength. Aber es wird ja auch gerne immer beschrieben, sofort spürbar, bla bla bla. Und gerade bei den Benzinadditiven ist eigentlich eine Wirkung von den meisten nicht spürbar. Schauen wir mal. Machen wir mal den Motor an. Das Benzinadditiv sagt, der Motor springt viel besser mit an. Würde ich sagen, hat sich nichts geändert. Motor ist kalt. Das Ceratec von Liqui Moly halte ich dann doch bei einigen Serienmotoren sinnvoll. Was ich aber schade finde, zum Beispiel, dass Liqui Moly gar nicht groß anbietet, was da wirklich für Zeug drinnen ist. Da steht nur Keramikteilchen in Basisölen. Finde ich jetzt, also ich würde gerne die chemischen zusammen, also auch vielleicht nicht unbedingt eine chemische Formel, aber ich war jetzt in Chemie nicht allzu schlecht. Es gibt so Sachen, da ist einfach schön zu wissen, was du drinnen hast. Beispielsweise, oh, was ist denn das? Rostlöser. Mir fällt jetzt nicht ein, was da drin ist. Ist an sich nur eine chemische Substanz, die du einfach fürs Zehnfache günstiger in der Apotheke kaufen kannst. Beispielsweise auch zum Haare aufbleichen, den Bleicher. Da kannst du auch Wasserstoffperoxid nehmen, ist Haare genau dasselbe, kriegst aber 10-mal günstiger in der Apotheke. Wird aber nur teurer verkauft. Da würde es mich halt interessieren, was Liqui Moly da als Öladditiv da reinpanscht. War das auf der Kamera? Cool. Wird keine Angabe gemacht. Auch von dem Benzinadditiv blende ich jetzt mal die Produktinformation ein. Laut Liqui Moly soll das Benzinadditiv ohne die Oktanzahl zu erhöhen eine Mehrleistung versprechen und ein besseres Ansprechverhalten, bla bla bla, 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 bla. Besseren Ansprechverhalten merke ich relativ wenig. Jetzt merke ich wirklich einen Unterschied. Im Untertourigen ist er ruhiger als vorher. Also im untertourigen Bereich ist er wirklich, wirklich ruhiger. Aber dass er ruhiger läuft, liegt höchstwahrscheinlich eher an dem Öl. Ja, beim Benzin einfach der reinigende Effekt, kann ich mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel gut für die Einspritzdüsen ist, Kraftstoffleitung. So, geben wir mal Gas. Motor klingt kerniger. Das müsste am Kraftstoff liegen. Der Additiv. Interessant. Ich merke zumindest bis jetzt schon, obwohl man jetzt 300, 400 Kilometer einfahren muss, sollte, merke ich schon, dass er gerade im Teillastbereich, im Segeln, dass der Motor viel, viel ruhiger läuft und im untertourigen Bereich, wo er dann richtig zu kämpfen hätte normalerweise, läuft er auch stabiler und runder. So ein Keramiköladditiv finde ich deswegen sinnvoll, weil es wirklich die Reibung reduziert. Schnell um, dann kommen wir mal zum Beispiel Porsche 996. Der Lennart ist deutlich ruhiger. Der läuft viel sanfter. Der läuft echt einiges sanfter. Komm, einen Start mache ich noch. Ein bisschen und Start. Und? Boah, bis 80 drehen die Räder durch.
Aber jetzt hat er das Ruckeln nicht mehr. Jetzt hat er das Kraftstoff. Nee, das Additiv hat er jetzt halt angenommen. Räder bis 80, die Räder durch. Ah, schön. Ja. Das schaffe ich mit meinem Porsche Allrad nicht. Vielleicht hat er jetzt bei der ersten großen Volllastfahrt ein paar Klumpen gelöst in den Einspritzdüsen, Verschmutzungen und ist jetzt durchgejagt. Egal. So, beispielsweise, aber jetzt nochmal zurück zum 996, die Motorproblematik. Gerade beim 996 Carrera ist das Beispiel ziemlich gut mit der Motorreibung. Beispielsweise baut man da eine zweite Öldüse pro Zylinder ein, wird die Reibung so reduziert, also die interne Motorerhitzung durch die Reibung der Kolben und so weiter, wird so stark reduziert, dass das Öl nicht so heiß wird. Das heißt, das Öl ist dickflüssiger und dadurch bleibt der Öldruck gleich hoch. Normalerweise müsste mit einer zweiten Düse der Druck im System ja sinken, aber einfach dadurch, dass das Motoröl kühler bleibt, bleibt der Öldruck konstant bis sogar teilweise leicht höher, was gut ist. Eine Reibungsverminderung sorgt dafür, dass der Motor auch weniger heiß wird. Und gerade wenn ich den jetzt dann auch auf 7.500 Umdrehungen drehen möchte, statt 6.2, 6.3, wie er sehen, wie sich kann das allein von der Logik her sinnvoll sein, einfach da Temperatur, die der Motor selber ohne Zündung erzeugen würde. Also jetzt habe ich den Faden vom Satz verloren, aber versteht ihr die Logik? Und deutlich, es ist ein spürbarer Unterschied da. Würde ich sagen, so 5% wäre zu wenig, 10%. Also zwischen 6 und 9% laufruhiger ist er auf jeden Fall. Ich denke mal, der Mehreffekt ist wirklich bei einem getunten Motor oder wenn du einen Problemmotor hast, der Hitzeprobleme hat, da auf jeden Fall, wie zum Beispiel der Porsche. Es kann sich schon lohnen, das Benzinadditiv, wenn du normal fährst, macht keinen Sinn. Kraftstoffadditiv muss man sagen, davon merkt man halt gar nichts. Es hat halt einmal kurz geruckelt bei einer Volllastfahrt und dann war das ganze Spektakel auch vorbei. Hat vielleicht mal alle Kraftstoffleitungen gereinigt, die Düsen gereinigt, den Kraftstofffilter gereinigt. Das kann man vielleicht mal machen, reinkippen, wenn man sich ein Auto neu gekauft hat. Ich werde es mal bei meinem Porsche reinkippen, der hat einen integrierten Kraftstofffilter, den man nicht wechseln kann. Da wird es auf jeden Fall was bringen, dass das Zeug mal richtig durchhaut und dann alles sauber ist, die Leitung sauber ist. Da lohnt sich das bestimmt. Oder wenn man sich ein Auto neu kauft, man weiß nicht, wie der gewartet ist, kann man das mal Kraftstofffilter neu machen und dann das Zeug mit reinkippen. Auf jeden Fall, dann denke ich, ist das sinnvoll, aber so ein Alltagsbetrieb absolut sinnlos. Man merkt halt auch nichts davon. Und es gibt ja 102 Oktan Kraftstoff. Was Besseres gibt es nicht. Ja. Zum Öladditiv würde ich aber schon sagen, das werde ich mir jetzt immer reinkippen. Das tut nicht weh beim Ölwechsel. Gerade hier die 5 Liter oder 4 Liter, die man hier reinkippt, 10W40, kann man sich mal noch 15 Euro gönnen für das Öladditiv. Ich merke da immer noch, ich bin jetzt seit 1000 Kilometer knapp gefahren, ich merke das immer noch, wo der Tank leer war und ich nachgetankt habe. Ich habe keinen Vorher-Nachher-Unterschied gespürt. Also der Kraftstoffadditiv taugt nur, wenn man wirklich mal kurzzeitig mal was Gutes tun möchte. Aber jedes Mal reinkippen, da wirst du blöd. Ich bin jetzt ein bisschen mit dem Auto gefahren, so um die 2000 Kilometer. Ich kann jetzt mal ein bisschen Feedback geben, wie ich das Ganze so empfunden habe. Also fangen wir mal mit dem Kraftstoffadditiv an. Da würde ich sagen, das bringt spürbar nichts. Dieses deutlich
besseres Starten, deutlich spürbare Leistung? Nein. Welche Standards die da angeben, mit welchen Kraftstoff die das vergleichen von Liqui Moly, kann ich nicht beantworten. Wird auch nirgendwo groß beschrieben, was wirklich ein Manko ist. Aber ja, das Additiv ist für den Kraftstoff. Ja. Zum Öl. Additiv, wie gesagt, 2000 Kilometer bin ich jetzt gefahren damit. Spürbar ist er. Spürbar hat es deutlich was gebracht. Er ist ruhiger und in den 2000 Kilometer habe ich auch weniger verbraucht. Knapp 0,1 Liter, das ist jetzt anscheinend nicht viel, aber rechnet man das Ganze aber mal die 15.000 Kilometer, wo man hier den Serviceintervall hat, oder bei manchen Autos ja 25.000 Kilometer, das dann geteilt durch 100, geteilt durch 10, dann hat man das, was man an Kraftstoff gespart hat, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Und dann rentiert sich an sich schon wieder die Flasche und dann hat sie sich quasi selber bezahlt. Und vom Laufverhalten wird der Motor ruhiger, hörbar ruhiger und auch der Lauf ist entspannter. Das merkt man sofort. Liqui Moly gibt da 200 Kilometer oder 300 Kilometer Einlaufzeit. Aber das hast du sofort gemerkt. Das fand ich dann schon ziemlich beeindruckend und cool. Und jetzt halt auch aufs alte Öl. Ich habe ja also aufs alte Öl gekippt. Aber jetzt auch nach 2000 Kilometer, jetzt ist ja das Öl, auf jeden Fall ist jetzt das Öl 2000 Kilometer älter und der Effekt ist noch immer noch derselbe. Und das finde ich cool, da habe ich aber schon das Zwei-Massen-Schwungrad verbaut. Man wird jetzt mehr Geräusche hören, aber ich versuche es trotzdem irgendwie, bildlich irgendwie festzuhalten, dass man es auch mit dem Ton hören kann. Problem ist auch, meine Kamera ist jetzt kaputt und jetzt muss ich das Ganze mit dem Handy filmen. Und die Tonqualität von der Aufnahme vom Handy ist nicht so gut wie von der Sony A7S. Deswegen ist der Vergleich ziemlich schlecht, aber ich habe damit angefangen. Ich wusste ja nicht, dass die Kamera kaputt geht. Aber damit man vielleicht hört man was, aber wegen Einmassenschwungrad ist eigentlich der Vergleich jetzt ziemlich doof und jetzt noch schlechtere Kamera. Aber ich einfach weil ich damit angefangen habe. Motorlauf. Gang ist draußen. Das Einzige, was man jetzt stark hört, ist das ist ein Massenschwungrad, das ist echt laut, gerade weil ich auch lange gefahren bin. Und da würde ich jetzt halt einfach nur sagen, die Geräuschkulisse ist gleich geblieben. Also das ist ja ruhiger, aber da ist das Ding an. Dass er ruhiger wird mit der scharfen Nockenwelle beim Serienmotor wahrscheinlich, weil er wird deutlich spürbar ruhiger mit dem Additiv, aber mit der Nockenwelle keine Chance. Da hört man dann keinen Unterschied. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also würde ich mal in dem Sinne sagen, wir sehen uns das nächste Mal und ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit hier mit dem Handy filmen muss. Ist für euch jetzt nicht so schlimm. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, ob das mit dem Handy in Ordnung geht. Bei mich stört das schon ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Servusle, unter D.